willkommen in der Martinskirche Grünstadt. Mit Orgelklängen hat sie heute Morgen begrüßt Mike Heppes. Sie werden sehen, vor der Kamera, unsere Lektorin Gudrun Achenbach und mich, Traude Prün. Hinter der Kamera sehen Sie nicht, aber ist ganz wichtig, Stefan Lesson. Starten wir mit dem Lied Erweckt mich alle Morgen, 452 im Gesangbuch. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit Worten aus Psalm 73 loben wir Gott. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wir beten. Gott, Vater, du hast uns in deinen Dienst berufen und uns einen Auftrag erteilt. Wir sollen uns für ein gutes, sinnerfülltes Leben für unsere Mitmenschen und auch für uns einsetzen. Hilf du uns, diesen Auftrag auszuführen, besonders dann, wenn wir mutlos sind. Du hast uns dazu nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Und du bist bei uns jederzeit. Das hast du uns versprochen. Wir danken dir dafür. Stärke uns nun in diesem Gottesdienst für unseren Auftrag, für unser Reden und unser Tun. Amen. Und gemeinsam singen wir die Altarstrophe Nummer 406, Vers 1. Bei dir, Jesus, will ich bleiben. Die Lesung für heute steht im ersten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 1 bis 4a. Es geht um die Berufung Abrahams. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Und wir singen Lied 137, Vers 1 und 3, Geist des Glaubens. Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas aus dem 5. Kapitel. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth.
und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Herr, wir bitten dich, segne und regiere, reden und hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Simon Petrus kann was tun für Jesus. Er hat ein Boot. Und das hat nicht jeder. Jeder Mensch hat irgendetwas Besonderes. Etwas, das gut ist, um zu helfen anderen in der Not. Etwas, das man zur Verfügung stellen kann. Jesus. Vor nicht langer Zeit haben wir zum Beispiel in der Patchwork-Gruppe Masken genäht, weil das Krankenhaus hier in Grünstadt dringend welche gebraucht hat und auf dem Markt gab es noch nichts. Wir konnten nähen und wir konnten unsere Gabe zur Verfügung stehen. Und natürlich, wenn man eine Gabe hat, wenn man in irgendeiner Weise stark ist, dann macht man das auch gerne. Es war Arbeit, aber wir haben das gerne getan und 1000 Masken genäht. Unsere Chorsängerinnen und Chorsänger, die geben auch viel Zeit ein, aber mit etwas, was sie gerne tun. Sie singen und damit machen sie anderen Mut, erfreuen sie, machen sie die Gottesdienste schön, wo doch so viel geschwiegen werden muss in letzter Zeit. Jeder Mensch hat seines und Jesus fragt danach. Wir können es ihm zur Verfügung stellen, wie Petrus das tat, damals am See Genezareth. Jesus fragt auch eine Frau, die Samaritanerin, am Brunnen in der Mittagshitze. Da sitzt er und hat Durst und er fragt die Frau: Gib mir zu trinken, denn er hat kein Schöpfgefäß, aber sie hat es. Ich denke, Menschen, die von dem, was sie haben, etwas Jesus zur Verfügung stellen können, die etwas haben, womit sie anderen dienen können, sind stolz darauf, dass sie das tun können. Und so stelle ich mir das jetzt auch vor bei dem Simon Petrus, dass er das gerne tut, dass er ein bisschen stolz ist, dass er sein Boot für Jesus zur Verfügung stellen kann. Denn Simon kennt Jesus ja schon. Es ist noch nicht lange her, da hat er erlebt, wie Jesus
die Schwiegermutter von Simon Petrus geheilt hat. Sie hatte hohes Fieber, das nicht weichen wollte, aber Jesus konnte ihr helfen. Und dann hat Simon erlebt, wie Jesus noch anderen Menschen geholfen hat, wie er viele Kranke geheilt hat. Und er hat erlebt, wie Jesus über Gott spricht und wie die Menschen zusammengeströmt sind, um etwas davon zu hören. Immer drängen sich Menschen um Jesus. Und jetzt kann Simon Jesus helfen. Ein bisschen fährt er ihn vom Ufer weg, damit Jesus das Boot als Kanzel benutzen kann und die Menschen ihn besser sehen und hören können. Ich denke, der Simon ist da ein wenig stolz. Und das darf auch sein. Aber dann ist Jesus fertig mit dem, was er sagen möchte. Die Menschen verlaufen sich wieder. Und Jesus spricht mit Simon. Fahr hinaus, dorthin, wo es tief ist. Und dort werft die Netze aus. Simon ist ja nun nicht nur Besitzer eines Bootes, er ist vor allen Dingen Fischer. Da kennt er sich aus und eins weiß er, tagsüber fischen in der Gluthitze des Mittags, das verspricht normalerweise keinen Erfolg. Zumal schon die ganze Nacht waren sie vergeblich auf dem See, hatten nichts gefischt und das sagt der Jesus jetzt auch. Und dann sagt er aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und wir haben schon gehört, was passiert. Etwas Unglaubliches. Sie fangen eine unfassbare, im wörtlichen Sinne unfassbare Menge Fische. Die Netze drohen zu reißen und die Menschen vom anderen Schiff, vom anderen Boot müssen zu Hilfe kommen und gemeinsam packen sie gerade diesen Fang an Land zu bringen. Ein unvorstellbares Wunder. Simon kommt aus dem Staunen nicht hinaus. Und jetzt könnte man sich vorstellen, dass ein breites Strahlen über sein Gesicht geht, dass er glücklich ist, dass er vielleicht die Dorfgemeinschaft zusammentrommelt und sagt, Leute, heute gibt's Fisch satt. Aber das passiert nicht. Im Gegenteil, nicht Freudestrahlen, sondern Erschrecken. Simon wirft sich zu Boden, Jesus zu Füßen. Und nicht nur er erschrickt, auch die anderen, Jakobus und Johannes. Und Simon sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Eben noch der starke und selbstbewusste Fischer vom See Genezareth, der ein Boot hat und gebraucht wird. Jetzt wird ihm plötzlich schlagartig bewusst, wer Jesus ist, dass ihm da der lebendige Gott entgegenkommt, dass er da dem Himmel auf Erden begegnet, dem Heiligen. Und wie er Jesus erkennt, erkennt er sich ebenfalls als der, der eben nicht der Heilige ist, sondern manchmal geradezu der Unheilige. Er, Simon, ist eben nicht Gott, ein Mensch, der fehlt, ein Mensch, der bedürftig ist, einer, der nicht passt zu Gott. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, nein, der Simon war kein besonders schlechter Mensch, er war nicht unmoralisch, er war kein Verbrecher und keiner, der böse war. Er war einer wie du und ich, aber eben ein Mensch, einer, der Fehler macht. Und hier einer, der sich keine Illusionen mehr macht über sich selbst. Das ist Selbsterkenntnis. Begreifen, dass man eben nicht nur stark ist, sondern dass man auch armselig ist.
dass man auch schäbig sein kann. Und hier möchte er am liebsten vor Scham in den Boden sinken. Geh weg von mir. Simon erkennt die Kluft zwischen dem göttlichen Jesus und ihm. Er erkennt den himmelweiten Unterschied, den Abstand. Das meint die Bibel, wenn sie von Sünde spricht. Er mag es nicht aushalten und möchte am liebsten, dass Jesus geht. Aber Jesus geht nicht. Die Kluft, die unbestreitbar da ist, die überbrückt Jesus. Er sagt, fürchte dich nicht. Und dann hat er einen Auftrag. Er traut diesem Simon etwas zu, nicht wenig. Er wird sein Nachfolger werden, sein Jünger. Und er wird nicht nur mitlaufen, sondern er wird Verantwortung übernehmen. Er wird Menschen gewinnen für das Reich Gottes. Er wird Menschen von Gott erzählen und sie werden sich von diesem Gott angezogen fühlen. Das heißt es, Menschenfischer zu werden. Er wird später die erste Gemeinde in Jerusalem leiten. Jesus wird ihm einen Beinamen geben, nämlich Petrus. Petrus, das heißt Fels. Und felsenfest sollen andere sich auf diesen Petrus verlassen können. Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Sicher hat Simon Petrus später immer wieder zurückgedacht an diesen Moment hier am See Genezareth, an die Selbsterkenntnis, die er hatte in der Begegnung mit Jesus. Und wahrscheinlich hat er gemerkt, dass diese Selbsterkenntnis sehr notwendig ist, dass sie heilsam ist. Er war ja nun nicht gerade bekannt dafür, dass er Selbstzweifel gehabt hätte, dass er ängstlich gewesen wäre oder skrupulös. Er war einer von den Starken, von den Wortführern, von den impulsiven Draufgängern. Und hier erlebt er, wie schwach er sein kann. Ich denke, das wird ihm geholfen haben. Später, wenn auch nicht einfach alles geklappt hat, wenn er auch manchmal in der Gemeinde da saß und gemerkt hat, wie umsonst so vieles war, wie viel Frustrierendes er auch erlebt hat. Dann konnte er sich berufen, nicht auf seine eigene Stärke, sondern auf den Auftrag Jesu. Jesus, der Menschen wie ihn, den Simon Petrus gebrauchen kann, mit Stärken und Schwächen. Nicht auf das kommt es an, was Petrus kann, sondern darauf, was Jesus gebrauchen kann. Und vielleicht hat es ihm auch geholfen im Umgang mit anderen. Als Mensch in der Gemeindeleitung hatte er viel zu bestimmen, wie gut, dass er selbst sich schon erfahren hat als schwacher Mensch. Das hat ihm bestimmt geholfen zur Barmherzigkeit gegenüber anderen. Gnädig umgehen, wie Jesus mit ihm gnädig umgegangen ist. Das konnte er lernen daran. Solche Momente, wo wir unserer Schwäche bewusst werden, wo wir entdecken, wie sehr wir Jesus brauchen, dass wir es eben nicht in der Hand haben, mit unserem Können, das ist heilsam, auch für uns. Glücklich der Mensch, der das in seinem Leben schon erfahren hat, der aber dann nicht nur seine Schwäche entdeckt, sondern eben Jesus hört, fürchte dich nicht. Jesus kann uns gebrauchen,
so wie wir sind, auch mit unseren Schwächen. Denn es kommt nicht auf uns an und was wir können, sondern darauf, dass wir es Jesus zur Verfügung stellen und dass er das Seine daraus macht. Und so können wir froh und vielleicht auch ein bisschen stolz die Dinge, die wir in der Hand haben, unsere Gaben, unsere Zeit, unsere materiellen Güter hingeben, sie weitergeben an Menschen, die es brauchen, im Auftrag Jesu. Amen. Wir singen miteinander Sonne der Gerechtigkeit, 262, die ersten beiden Verse. Lasst uns beten. Jesus, zu allen Zeiten und an allen Orten rufst du Menschen in deine Nachfolge. Schütze und stärke unseren Glauben, dass wir dir vertrauen in allen Zeiten. Sei du bei allen, die es sich bequem gemacht haben, in einem Glauben, der nur sie selbst bestätigt. Ströme immer neu in unsere enge Wirklichkeit. Rüttle uns auf, wie du Petrus aufgerüttelt hast. Sei du bei allen, die dich suchen und nicht glauben können, die nach dir fragen, aber Angst vor einer Antwort haben. Sei bei denen, die sich in den vielen religiösen Strömungen unserer Tage verirren und verlaufen. Sei du bei allen, die ihres Glaubens wegen verfolgt werden, bei denen, die sterben und leiden, weil sie Jesus Christus bekennen, und überhaupt bei allen, die ihre religiöse Überzeugung nicht frei ausüben können. Sei du bei allen Kirchen, die in ihrer Existenz gefährdet sind, weil deren Mitglieder vor Krieg und Hunger fliehen müssen und zu wenige zurückbleiben. Stärke die Kräfte, die sie erhalten. Jesus, du hast Menschen verwandelt, dass sie dich bekennen und dir vertrauen. Erhalte uns in deinem Wort und in deinem Geist. Amen. Gemeinsam mit allen Christen dieser Erde lasst uns so beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde online, wir freuen uns, wenn Sie auch in einem solchen Gottesdienst, den Sie von zu Hause aus betrachten können, eine Spende weitergeben wollen. Im Begleittext unten finden Sie eine Kontonummer. Wir geben alles, was wir an dieser Stelle bekommen für diese Gottesdienste, weiter an das diakonische Werk zur Unterstützung für Menschen, die in noch einer viel schlimmeren Lage sind als wir hier, wo Corona richtig wütet und sie wenig Mittel haben, die sie entgegensetzen können. Die Katastrophenhilfe des Diakonischen Werkes. Bitte vermerken Sie bei Ihrer Spende als Kennwort Online-Gottesdienst Katastrophenhilfe. Herzlichen Dank für alles, was Sie geben. Gott segne Sie. Als Schlusslied singen wir Jesu, geh voran. 391, Verse 1 bis 2. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Musik.